So, ja, Tag zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe mir überlegt, ich mache weiter jetzt. Es wird hier ein bisschen ruckeln vielleicht, weil ich neben im Hintergrund mit meinem Pentium 2, der jetzt gerade mal MMX-Technologie erreicht hat, weil ich da noch etwas konvertiere. Ach, guck, ein Verbrechen ist hier noch im Gange, das habe ich ja gerade erst gesehen. Das werde ich, by the way, noch schnell bearbeiten. Da kriege ich ein bisschen mehr Experience. On the dance floor. Holy Bane, Bane shit. Oh, jetzt ist er weg. Zack. Dann auch ihn hier ausschalten und dann... Was hab ich dir je getan? Haben wir das Verbrechen auch schon vereitelt. Rede mit was? Mit SWAT? Mit was ist das hier? Mit SWAT? Wir haben uns in dir geirrt. Das wusste ich. Ja, natürlich. Erst wollen sie ihn töten und jetzt tun sie so, als wenn sie mal sein Freund gewesen sein wollen. Was für Penner. Das mag ich nicht. Da kann ich nicht mit um. Wie ihr hört, bin ich jetzt erstmal wieder alleine. Heute möchte niemand mit mir spielen. Ich kann auch natürlich vorher verstehen, dass es nicht sehr interessant ist, wenn man ein Singleplayer-Spiel spielt, wo ein anderer dann nur zuguckt. Also für den, der spielt, ist es ja wirklich egal, aber für den, der zuschaut. Und wenn es zu sehr ruckelt, dann könnt ihr halt auch vom Stream gehen, das ist mir auch egal. Warnung habe ich hier stehen. Was steht denn da für eine Warnung? Was für eine Warnung? Da muss ich doch mal schauen. Moment bitte. Einen Augenblick bitte. Das will ich mir doch mal hier angucken. Einstellungen. Da steht jetzt keine Warnung mehr. Hm. Verkackt. Scheiß drauf. Weiter geht's. Ach, der braucht zu lange, um zu kodieren. Gut, das kann ich verstehen. Es ist ja schließlich auch spät. Und ich kodiere ja auch schon was im Hintergrund. Aber ich glaube, ich werde das mal ausstellen, denn diese Warnung nervt. Und außerdem will ich ja jetzt auch mal weiterkommen. So, wo ist der andere Kodierer hier? Pause. Schon ist das Ganze der erledigt. Der verrückten Hutmacher. Den kennen wir ja aus Alice im Wunderland. Wie weit ist es denn überhaupt noch? Bist du ihn? Ah ja, da ist er schon. Jarvis Tatch. Mad Hatter. Warum er so geworden ist, weiß ich gar nicht genau. So gut kenne ich die Geschichte nicht. Ich kenne eigentlich die Main Story. Die Main Super Hero Agents. Also Anti-Heroes. Die bösen Jungs. Zum Beispiel The Joker. Penguin. Cumshot. Und Dark Anus. Die anderen kenne ich gar nicht. Ja, und Batgirl natürlich. Aber die ist ja eher auf der guten Seite. Und ja. Das ist ziemlich sexy. Außer wenn sie jetzt der Oracle ist, dann ist sie nicht mehr ganz so interessant. Und das ist sie ja schon in Arkham City gewesen. Erinnert ihr euch vielleicht daran, als sie Robin dabei geholfen hat, Batman zu retten? In Harley Quinn's Revenge. Das war noch Zeit. Oh, da sind ein paar Schützen. Aber ich hau ab. Es ist Mitternacht, Sir. Ich wollte Ihnen bloß eine frohe Weihnacht wünschen. Dir auch. Oh, süß. Das ist aber nett. Ha, Alfred ist ja cool drauf. Muss die ganze Zeit arbeiten und... wo? Ach, da gegenüber. Ach stimmt, da unten ist ja sein Laden auch. Hier, da. Der Hutladen. Sich mit diesem Freak. Ich geb dir.
Ich, mich gibt's ja wirklich, ja. Das tut mir auch leid. Oh, klasse. Da habe ich mir ja Catwoman gelobt. Sie konnte das irre schnell. So, die Energie, die ich jetzt bekomme, die brauche ich auch gleich. Wo ist sie? Wo bleibt sie? Da. Wieder voll. Denn jetzt kommt er, der verrückte Hutmacher. Und sein scheußliches Gerät, sein Quest. Was wo dann wieder Nerven tut. Vorsichtig, Batman. Natürlich. Du musst mich immer mit Sir ansprechen. Hast du verstanden? Ja. Ja? Das hat nicht geklappt. Mist. Und da bin ich auf dem Free Flow raus. Da steht er rum, der alte Hutmacher. Dem kann ich jetzt reden. Wie wunderbar. Ja. Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Was redest du da? Alice. Ausgezeichnet. Who the fuck is Alice? Weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. I don't know what you're talking about. Die Zeit läuft. Da hat er mich erwischt. Was hast du getan? Oh nein. Er hat ja diese unglaubliche Fähigkeit der Mind Control. Und da bin ich im Wunderland. Im Wunderland, Batman. Ja. Und wie habe ich diese Scheiße hier gehasst? Ich hab die Scheiße. Oh! Grandiose Abenteuer, ein Kopf. Wir erlebt haben. Aber sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren. Upsi! Da habe ich zum Beispiel nicht gewusst früher, das habe ich. Dass man den alten Batarang da reinwerfen muss. Sag ich dir. Aber sie ist wieder hier. Sicher. Oh, jetzt bin ich aber falsch hier. Batarang werfen. Dennoch. Die Mächte der Königin sind überall. Wollen sie zurückgewinnen? Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? Die Grinsekatze. Aber die gibt's hier, glaube ich, gar nicht. Was geht schon an? Das dauert lange. Früher hatte man wenigstens den Line Launcher, den gibt es hier gar nicht mehr. Oder noch nicht, wer weiß. Ja, mal gucken. Das werden wir dann ja sehen. Oh, ein Rabe. Größer als ich. Und jetzt geht's hier runter. Ein Schlüssel. Oh je, du scheinst ja ganz verdreht. Das Rätsel ist ganz schwierig. Da muss man auf keinen Fall durch die Tür gehen, wo der Hasenarsch drüber ist. Die Programmierer sich was ganz Schwieriges einfallen lassen. Das errät man nie, was man hier machen muss. Aber es hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen? Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Bald. Bald. Ah, vorsichtig! Hier unten gibt es nicht nur Blumen und Teepartys. Im Wunderland gibt es sogar Ziegen. Kreaturen. Da kommt das Beste und das Schlechteste zum Vorschein. Keine Sorge, alles ist in guten Händen. Noch Tee. Die Marmelade? Lassen Sie mich! Oh, statt Fledermäuse gibt's hier Karten. Oh je, da hat wohl jemand seine Manieren vergessen. Sie sind wahnsinnig. Einen Unterschied. Ich hab zwar vergessen,
Ach, ich muss da weg. Ich muss da weggehen. Kann ich jetzt da durch, bitte? Anscheinend schon. Danke. Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Ich frag mich nichts anderes. Ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines, das Gehorsam erzwingt. Bei schwächeren Gemütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen sie unter meiner Kontrolle. Oh nein, ich werde getroffen. Ah ja, Hilfe. Schieß doch. Hallo? Und das, mein Freund, bringt uns zum Hier und Jetzt. Du bist mein Humpty Dumpty Batman. Dein Verstand zerbricht. Und wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Für immer. Ja, jetzt brauche ich wahrscheinlich die alten Gartenkralle. Und ziehen, ziehen und ziehen. Ein Löffel und eine Gabel offenbar. Ich habe mich eben nicht so gut angestellt, das gebe ich ja gerne zu. Falls es jetzt was zum Meckern gibt. Bitte schön. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in 7 verschiedene Richtungen bewegt, aber du begnügst dich mit einer vorwärts. Immer vorwärts. Wie langweilig. Warum versuchen wir also nicht mal zurückzugehen? Ich hasse solche Level wirklich. Ich finde die richtig schlecht. Scarecrow war noch schlimmer, glaube ich, damals in Arkham City. Und das ist auch jetzt richtig kacke. Seilrutsche. Und jetzt muss man nämlich ganz schnell machen. Denn sonst sind wir im Arsch. Sag mir, was du siehst. Laufen. Sag's mir. Ist das gruselig? Ich hoffe es. Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Ja, genau. Richtig. Das war auch schön. Hier sind Mad Hatter und Alice natürlich schon weg. Jetzt muss ich das ganz alleine machen. Sag's mir. Ist das gruselig? Muss er also einfach nur springen, ja? Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Das ist falsch, völlig falsch. Völlig auf den Kopf und umgedreht. Und falsch. Und das war schlecht. So. Wie war das jetzt hier nochmal? Ach ja, da ist ein Apparat. Und dann tut sich da irgendwas. Genau. So. Remote Claw, gut, dass wir die haben. Ja. Manchmal aufhören. Kommt das A nicht sofort. Ich gewinne nicht du. Ich habe die Kontrolle. Du spielst nach meinen Regeln. Du und Alice. Tu, was ich sage. Tu sofort, was ich sage. Kommt jetzt ein Kampf? Nee. Jedenfalls noch nicht. Et maintenant? Klettern stand dort. Aber er stand da nur. Ich konnte es gar nicht. Da! Du hast alles zerstört! Meine schöne Teeparty ist ruiniert! Der Tisch ist umgeworfen und alle Gäste sind fort!
solltest. Helfen Sie mir! Er kann, er wird, er muss nun gehen. Da programmiert er irgendwas ein und dann... Er kann, er wird, er muss nun gehen. Jetzt mal im Ernst, ich will dich nicht sehen. Aua! Da wissen wir also auch, dass das jetzt funktioniert. Ups. Sorry. Keine Angst, du bist jetzt sicher. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut werden. Nein, wird es nicht. Wird es nicht. Was bedeutet das? Ja, Jarvis Thatch, den haben wir ja schon einige Leute. Oh, die beiden sind besonders sexy hier. Candy und Tracy. Oh! Geil. Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Okay, da nicht durch diese Tür. Dann kommt Batman hier wohl nie wieder raus. Das war eine Falle. Sie haben mir ja erfolgreich eine Falle gestellt. Ach nee, da geht's raus. Warum ist sie denn so traurig? So traurig. Hör auf zu jammern. Echt, Mado. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, sind Gotham morgen nur noch rauchende Ruinen. Ja, so schlimm war es noch nie. Ausgerechnet an Heiligabend. Das sollte eigentlich die einzige Nacht sein, in der wir es alle ruhig angehen. Nein, es ist die Zeit. Oh, Spinner! Lass den! Vergiss einfach, dass es mich gibt. Bitte! Bitte. Tja, da sind wir jetzt. Upsi. Ah, das funktioniert wunderschön hier. Ich muss gerade nur mal ganz schnell was nachschauen. Das hat nichts mit dir zu tun. Nur mit mir selbst. Tja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Das Hauptquest weiter. Das befindet sich wo? Ein Tatort. Ach, das ist ja gleich hier. Können wir eigentlich dahin, ne?